Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal Entscheidungen treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Ich kann gar nicht einschätzen, wie alt Jody hier sein soll. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Immer Nathan sagt, pass auf. Es kommt jetzt. Ja, bitte. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Boah. Das Spiel sagt ablehnen. Ich drücke nichts. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Und das macht ihn jetzt glücklich? Hallo, meine Süßen. Helen. Laura, ihr beide fehlt mir so sehr.
Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Nein. Nathan. Nein. Nein. Der beschwört ja nur das nächste Problem hinauf. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Bisschen irre, der gute Jahr. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich. Ach, jetzt bin ich schuld. Also, Jody. Ja. Ich bitte dich. Jody. Tu das für mich. Nein. Gib mir deine Hände. Oh. Eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Ich glaube, für ihn gibt es nur einen Weg, Frieden zu finden. Das Spiel ist echt gut. Ich habe zwischendurch so mit ihm mitgelitten und dachte, Jody ist für ihn wirklich ein Tochterersatz. Aber er hat Jody die ganze Zeit nur an sich gebunden, weil er die Hoffnung hatte, mit seiner Frau und seiner Tochter reden zu können oder sie zurückzuholen und wie auch immer. Ach, schwierig. Aber es bringt dir nichts, Sachen im Leben nicht abzuschließen. Das ist eine Sache, daran kann Nathan nichts ändern und auch Jody kann daran nichts ändern. Ich glaube, wir hören es gleich knallen oder so. Keine Ahnung. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Oh nein, das ist genau das, was mit genau Ihrer Mutter passiert ist. Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody.
Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Nathan, ist klar. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du? Du hast ein Dämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Also man bekommt das Gefühl, denen wurde irgendwas gespritzt. Alle ein bisschen irre. Auf jeden Fall. Du schaffst das nicht, Aiden. Doch. Versuch was anderes. Wir schaffen das. Hol Hilfe. Schnell. Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick. Ach, Ryan. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Muss ich hier jetzt Lärm machen? Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst rausholen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Ja. Ich muss ihm zeigen, dass Aiden da ist. Wenn er uns jetzt rettet, dann können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir ihn vielleicht doch mögen. Hallo. Du musst uns helfen, Ryan. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Ja. Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Hier was kaputt machen. Gut. Und jetzt? Hier war was. Hier lang. Dorthin. Okay, verstehe. Was kann ich hier tun? Du
Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Was wären wir ohne Aiden? Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Lass mal Aiden ran. Schleust uns an ihm vorbei ein. Machen. Tisch 42, hallo. Hallo. Okay. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell, Alten. Führ uns zu Jody. Ich würde noch lauter sprechen vor dem Typ, der denkt doch erst recht, wir sind bekloppt. Gut. Und jetzt? Hey, ihr seid schon hier vorne. Ist hier? Ah, kommt ihr rein? Jody! Sie ist raus! Komm her. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld! Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Aber nicht hergekommen. Oder Jody. Mein Gott! Wir können sie nicht stoppen! Der Schild funktioniert!
funktioniert nicht! Jody, nur Sie können das noch stoppen! Doch, es ist wahnsinnig, das Feld ist blind! Jetzt verjagen Sie diese gottverdammten Monster los! Ich soll diese töten, Razzle. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir auf den Weg! Ja, Jody! Sie werden mich sofort ausbringen, Clayton! Clayton, Clayton, das ist mein Befehl! Hau ihn! Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Muss ich hin? Ja? Komm schon. Funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Ja. Entschuldigung, ich musste erst gucken, wo ihr seid. Ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Dafür bezahlt niemand mehr, wenn die das nicht stoppen. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Ich bin nicht so weit. Thank you.
Doch. Prinzessin, du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, nein, niemals. Ich lasse dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Hat getan, was er konnte. Wow. Ich hasse solche Spiele. Weiß nicht, warum ich dieses Spiel spiele. Ich hoffe, Cole überlebt. Irgendwie, ich weiß nicht. Los, ziehen wir es durch. Uns ein! Ich weiß! Mein Baby! Ich suche mein Baby! Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich... Ryan? Was bin ich froh, dass ich gerade keine... What?